Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Steinzeit. Ich möchte heute ein Thema ansprechen, das ich persönlich schon lange auf dem Schirm habe. Schon in den 80er Jahren habe ich davon etwas erfahren, obwohl ich es noch gar nicht wusste. Und vor 5, 6, 7, 8 Jahren habe ich Vorträge gehalten über freie Energie und habe da einen tollen Clip gefunden im Internet. Da ging es über Desert Greening. Und was sich hinter diesem Begriff verbirgt, darüber spreche ich heute mit meinem Gast und Freund Majid Abdelaziz. Hallo. Hallo. Hallo Majid. Ich grüße dich und ich bin sehr froh, dass du hier bist. Bienvenue ici. C'est un plaisir pour moi. Enchanté. Merci. Tout le plaisir est pour moi. Ich glaube, wenn wir Französisch sprechen, wird es schwierig, weil mein Französisch ist sehr limité. Je suis oublié, tout mon français, mais quelquefois ça suffit ici. Akzentfrei, sehr gut. Also für hier reicht es nicht, aber für eine Pizza bestellen reicht es auf jeden Fall. Okay. Wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre, obwohl wir uns eigentlich nur ein paar wenige Male begegnet sind, haben wir relativ schnell festgestellt, ja okay, da haben wir die gleiche Linie, wir denken in die gleiche Richtung. Und ich freue mich sehr, dass wir die Arbeit, die du machst, heute einem größeren Publikum vorstellen können. Also vielleicht reden wir erstmal über dich selber, wo du herkommst. Also ich weiß, dass du aus Algerien kommst und Majid heißt und so viel mehr weiß ich noch gar nicht von dir. So wie kannst du vielleicht erzählen, wie dein Weg so war und an welcher Stelle du jetzt stehst im Leben? Ich komme aus Algerien und ich stamme aus einer ziemlich armen Familie und ich kam in dem Genuss sozusagen zu studieren. In Algerien ist ja Studium wie Medizin umsonst. Sonst hätte ich mir das nicht leisten können. Und dadurch, dass ich etwas Besonderes war, kam ich dann in ein Elitengymnasium bei Delis, wo ich später so mein Abitur in der Kältetechnik abgeschlossen hatte. Und da hatte ich mit Mechanik, mit Elektronik ein bisschen, mit CNC-Maschinen. Das heißt, ich habe viel gelernt. Und damals, die Regierung hat sich für mich interessiert und wollte mir ein Stipendium dann sozusagen spenden. Und so bin ich dann nach Deutschland gekommen, wo ich dann gelandet bin bei Amberg. Ich hatte Goethe-Institut zuerst Deutsch gelernt und dann bei Amberg habe ich Siemens-Praktikum gemacht, Simatik. Und dann bin ich in Berlin gelandet, an der TU, wo ich dann Elektrotechnik, theoretische Elektrotechnik bei Hanna kam damals. Und irgendwann mal habe ich gesehen, das ist ja nicht meine Richtung, da war dann Informatik gerade sozusagen was Neues. Es hat mich fasziniert einfach, wie die Computer so. Damals hatten wir Lochkarten, wir haben dann für ein Basic-Programm, müssten wir da in dem Telefunkenhaus am Ernst-Reuter-Platz abgeben, die Lochkarten, eine Woche später dann das Resultat abholen und so, wenn ich heute denke. Das war eine schöne Zeit, ja, wirklich. Dann hatten wir so eine Art Telex, wo man dann was eingegeben hat und dann war fasziniert, wenn der, was weiß ich, zurückgeantwortet hat, tak, 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 tak und so. Ja, und dann habe ich mich entschlossen, diesen Weg zu machen. Ich habe dann später in künstliche Intelligenz abgeschlossen, Schnittstelle sozusagen zum Computer, wo man eine, sagen wir, Wissensbasis hat. Man füttert den Computer mit andere Sprachen als funktionale oder logische Programmierung habe ich damals auch gemacht. Es war alles fasziniert. Ich habe auch Zugang zu Bioinformatik. Ich war auch bei der Fraunhofer, habe ich da als Hilfsassistent damals auch gearbeitet. Und VW hat sich dann für mich interessiert, mich geholt, weil ich mit intelligenten CAD-Systemen zu tun gehabt hatte, die Welt von Willograd und so. Das heißt, ich habe in meiner Diplomarbeit so parallel Programming gemacht, wo ich in der, sagen wir, Stand war, ein Computer, egal welches Betriebssystem er hatte, mit dieser Schnittstelle ihn zu füttern. Das heißt, nicht jetzt abhängig von MS-DOS damals oder VAX-Computer oder Unix, einfach diese Schnittstelle war die Möglichkeit für jeden zu kommunizieren. Und wenn man dann so einen Computer, sagen wir, Zugang hat, damals war Unix, womit wir da auf den VAX-Maschinen 360 gearbeitet haben, und Internet war nicht so weit. Wir hatten so eine Art Intranet. Und, so. Und damals habe ich ein Programm, was sehr lustig war, um zu demonstrieren, wie die Computer fähig waren, so mit Menschen zu kommunizieren sozusagen. Das war Handlesen. Es war im Prolog, Prädikatenlogik 2, so geschrieben.
Die Leute am Anfang haben gelacht, die gingen zum Computer und er fragt sie, wie sieht deine Linie da, so eine Zeichnung und wie viele Striche hast du da und da und plötzlich kam die Antwort treffend genau und die haben dann gestaunt einfach, dass der Computer so digitale Signale, 0 und 1 und so, so eine Antwort kommen kann. Damals war auch eine Computersprache, hieß glaube ich Eliza und in Amerika programmiert von jemandem, so ein Pionier. Und das hat auch die Menschen irgendwie so fasziniert, weil man, wenn man vor so einem Computer steht, hat man das Gefühl, ich kann mich diesem Computer anvertrauen. Und deshalb waren diese Expertensysteme in Mode damals. Mhm. Das Problem war, wir waren sozusagen ein bisschen eingeschränkt von der Bit, sozusagen von dem Speicher und von den Prozessoren. Mhm. Damals hatten wir normale Computer gehabt. Jetzt zum Beispiel, der Wissensstand ist Quantencomputer. Damals hatten wir zwei Informationen, 0 und 1. Mhm. Und wenn ich jetzt versuche, vielleicht ein bisschen oberflächlich Quantencomputer zu erklären, durch den Doppelspaltexperiment kennt jeder von der Quantenphysik. Man schickt Elektronen einfach dadurch und auf der Wand hat man erwartet, dass man auch Spalten findet. Aber das war nicht der Fall. Da war dann so eine Linie wie Energie. Deshalb sagt man, warum ist das so? Dann hat man so einen Beobachter sozusagen hingestellt, um zu sehen, welche Spalte was. Und plötzlich beim Beobachten waren die Spalten da. Ja? Dann hat man sich die Lasertechnologie dazu genommen. Dann hat man durch die Lasertechnologie zwei Informationen dazu gewonnen, sowohl auch nicht. Mhm. Sowohl auch zwei Spalten, wie sowohl auch nicht zwei Spalten. Dann statt jetzt zwei Informationen, zwei Bits, 0, 1, haben wir auch sowohl auch nicht, 4. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt das hochrechnen, 2 hoch 2 ist 4, 4 hoch 2 ist 8. 8 hoch 2, 16. Jetzt fangen wir schon mit 4. 4 hoch 2, 16. Und, ja, und diese Computer sind 10.000 Mal schneller als die herkömmliche. Jetzt ist künstliche Intelligenz, wie ich damals, jetzt leider bin ich aus dem Dings da raus, würde mir mehr Spaß machen, weil die Rechenleistung ist wirklich sehr stark und man kann jetzt diese Intelligenz an Mensch, Maschine sozusagen so nah. Ja, dass der Computer sehr schnell rechnet. Es gibt jetzt zum Beispiel Codes für die Banks, ich gebe mein PIN und sowas mit herkömmlichen Computer. Das ist machbar. Man sagt, man kann diesen Code nicht knacken. Aber mit Quantencomputer ist innerhalb einer Sekunde einfach. Ja? Okay. Das ist was anderes. Und die Programmiersprache für solche Computer stelle ich mir vor, das ist wie Chemieformel. Das ist nicht mehr so Prolog oder Pascal oder C oder sowas. Das ist ein anderer, wo man dann mit der Maschine direkt fungiert, ohne Tastatur einfach. Ja, okay. Da hat man schon viel gemacht in dem Bereich. Also ich spüre gerade, was für eine Faszination von dir da ausgeht. Ja, ja, sicher. Thema, da kommst du her. Also du hast eine technische Ausbildung hinter dir, kennst dich gut mit Computern aus und warst natürlich dann ideal vorbereitet für das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ja. Es geht um Cloudbusting oder auch, wie du es nennst, Atmosphärenharmonisierer. Oder Himmelsakupunktur einfach. Himmelsakupunktur, klingt noch besser. Ja. Also ich habe in der Anmoderation gerade erwähnt, dass ich das in den 80er Jahren schon mal gesehen habe, und zwar, es gibt ein berühmtes Video von Kate Bush, das kennst du bestimmt auch. Ja, sie spielt mit Donald Sutherland und sie spielt da den Sohn von Peter. Wilhelm Reich, sie spielt Peter, quasi die Frau spielt das kleine Kind, und es geht da um eine Erfindung von dem Wilhelm Reich, der so eine große Trompete baut, so große Röhren und mit denen Regen macht, und dann kommen irgendwelche schwarzen Männer mit Anzügen, also Geheimagenten mit schwarzen Anzügen, und die nehmen ihn weg und der Apparat funktioniert trotzdem. Und ich dachte, ja, tolle Idee, bis ich dann irgendwann mal in der Recherche für Vorträge für freie Energie gemerkt habe, das ist gar nicht so eine Idee nur, sondern da gibt es einen wahren Hintergrund. Mhm. Und dann bin ich bei der Recherche eben auf deine Arbeit gestoßen, auf Desert Greening. Und da habe ich gedacht, wow, das ist ja ein faszinierendes Thema, wie man Regen machen kann. Mhm. Ja? Und dich als Regenmacher zu bezeichnen, trifft das zu? Kann man das sagen?
Ich wollte ehrlich gesagt nie Regen machen. Ich bin da reingestolpert. Ja. Damals hatte ich die Nase voll von meiner Arbeit am Computer. Meine Ehe ging zu Bruch, weil ich zu viel für die Firma investiert habe. Ich war immer unterwegs. Ja. Und gerade wenn wir im Wald spazieren gegangen sind mit den Kindern, kam mir die Idee, jetzt habe ich Eureka, ich muss das so und so. Und dann habe ich irgendeinen Aufwand gefunden, macht jetzt allein hier im Wald und dann bin ich ins Büro oder habe ich dann das eingegeben. Das war, ich war sozusagen wie ein Verrückter. Und irgendwann mal habe ich gesagt, es geht nicht weiter. Und als ich diesen Schock da, Ehebruch und alles, es ging nicht weiter, habe ich gesagt, ich rette, was zu retten ist. Und ich wollte ehrlich sagen, nicht mehr mit Computern zu tun haben. Also du hast dann die große Zäsur in deinem Leben erlebt, eine neue Weggabelung hat sich aufgetan. Ja, ja, und VW hat mir dann ermöglicht, indem es mir wirklich ein Jahr so freigestellt hat und bin ich dann nie wieder dahin gegangen. Okay. Dann habe ich damals Herr Kirani in der Wüste kennengelernt. Das ist sozusagen ein Prinz aus der Wüste in Algeria, der WIP-Tourismus gemacht hat. Und 1994 war damals der Tourismus sehr stark in Algerien. Mhm. Und ich habe für ihn die ITB organisiert, hier Tourismusbörse in Berlin. Mhm. Und wir waren sozusagen in einer Riesenhalle, wo Ägypten Präsenz war. Und Algerien war so wie eine Art Sekretariat, wo man Briefe tippt, ganz klein. Aber meine Idee war, bring echte Tuaregs nach Berlin mit Gesang und sowas. Mhm. Und wir haben denen wirklich die Show gestohlen. Alle wollten uns interviewen, die hatten noch nie einen echten Tuareg gesehen mit seinem Tabuka, sein Schwert. Mhm. Und dann haben wir dann, er hat argumentiert, er war sogar der Direktor von GEO damals da persönlich. Ja. Und viele waren da, viele Fernsehsender. Dann haben wir ein Flugzeug gechartert, wo wir viele verschiedene Reisebüros mitgenommen hatten, um denen diese Gegend zu zeigen. Ich habe ein paar Bilder, kann ich auch zeigen. Das sind in Adjer. Das sind in Adjer ist ein Plateau neben Djanet, 300 Meter hoch und sehr groß. Und da hat Däniken die ersten Felsenmalereien über Außerirdische gezeichnet, gefunden und sowas. Und da sind auch Bäume, die bis heute 4.500 Jahre alt sind und die blühen noch. Die trägen Blätter und sowas zu Jesus-Zeiten, können wir ja sagen. Ne? Mhm. Und da dieser Erfolg dann in Berlin so stark war, hat Herr Kirani gesagt, wir machen mit denen ein Tour und wir zeigen denen diese Plateau. Aber dieses Plateau braucht man 3 Tage, um hochzuklettern, mit Kamelen, mit Eseln und sowas. Aber dann die Militärs gebeten da vor Ort, die hatten 2 Hubschrauber, so russische große Hubschrauber, uns sozusagen zu helfen, da hochzuklettern, innerhalb von einer Stunde einfach dahin fliegen. Bei dem Rückflug ist was passiert. Ich war im Hubschrauber und dann habe ich draußen gesehen, dass da noch Plastikflaschen und sowas draus lagen. Und irgendeine Stimme sagte mir, guck mal, da draußen ist noch Dreck, wie kannst du hier bleiben? Mhm. Und dann bin ich fast gesprungen. Der Kirani, der Chef, hat mich zurückgehalten. Er sagt, lass mal ein Tuareg das machen. Aber beim Rausspringen hat er mich rausgeschleift sozusagen. Mhm. Und ich war draußen, ich wollte wieder einsteigen. Hubschrauber war wieder hoch. Und zerschellt, habe ich gesehen, wie es dann zerschellt und dann 300 Meter tief ging und ich war unter Schock. Also sind alle gestorben? An den alle gestorben, wie viele? Bloß auf eine Journalist, der heißt Jörg Kroschöpf, glaube ich, der damals dabei war. Und den habe ich gerettet. Ich habe einen Flieger aus Stuttgart kommen lassen, diese kleine Hospital-Militärs da von ADAC. Ja. Er hat danach, er hat überlebt. Er war 80 oder 90% verbrannt. Ach, ja, ja. Und der hat gelebt und er hat ein Buch darüber geschrieben. Mit mir weiter da draußen heißt das Buch da. Ich glaube, der lebt in Berlin. Ich habe Kontakt versucht zu ihm, aber ich habe nie seine Adresse gekriegt. Vielleicht sieht er die Sendung hier. Ja. Und es war damals wirklich für uns alle schreckliche Zeiten. Ja. Und damals kam dann ein Tuareg auf mich zu, der später mein Freund wurde, der Adhan, und sagte, du hast hier eine Aufgabe zu erfüllen. Deswegen hast du überlebt. Ja, 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 deshalb, die Wüste braucht dich. Ich habe gesagt, ich
komme nie wieder hier. Also. Mhm. Das ist das Letzte, was ich tue. Und die Ereignisse dann haben sich, ich war wirklich 9 Monate unter Schock. Ich habe außerhalb von Berlin damals gewohnt, hatte ich ein Haus mit jemandem gekauft. Und das habe ich dann einfach weggelassen, weil ich hatte kein Interesse mehr an materiellen Sachen und sowas. Und diese 9 Monate da haben mich dazu gebracht, dass ich halb alles wahrnehmend, halb nicht. Und dann wurde ich zu Bernd Senf in der FHW, wo er über diese Sachen redete. Ich wollte einfach die Zeit töten, einfach intuitiv so mit Leuten und so. Und ich saß da und es ging damals um Wilhelm Reich und Regen in der Wüste. Und bei mir hat sich was getan, ein Bauchgefühl. Dachte ich, aha, was ist das? Plötzlich, aus einer Phase, wo ich sagen kann, war ich leblos, uninteressiert, war bei mir sozusagen wieder der Drang zu forschen, wieder der Drang zu leben, was zu machen. Es zeichnet sich da eine Aufgabe, ja. Dann habe ich seine Vorlesung, glaube ich, 2, 3 Semester, um das richtig zu verstehen. Mhm. Ja, und dann fing ich an, da alles, diese Puzzle da zu verstehen. Und dann habe ich mir gedacht, verdammt, wenn es sowas gibt, und wir haben viel Armut auf dieser Erde, wir haben viele Kriege, wir haben viel Elend. Mhm. Und in Algerien auch, nicht nur in Algerien, also 2/3 von Algerien sind Wüste. Warum wenden die Leute nicht diese Technik, die NATO, die immer überall helfen, diese Robert-Gross-Gesellschaften oder wie die Institute heißen und so. Und dann fing ich an zu grübeln. Ich dachte, irgendwas stimmt nicht in diesem System. Irgendwie sagen sie, wir helfen, wie die FMI oder wie die FED. Und dann fing ich an, dann sozusagen nebenbei, so zwischen den Linien, zu lesen. Dann hatte ich kein Interesse mehr an Fernsehen. Ich hatte immer regelmäßig mein Fernsehen, mein Abendschau und so. Habe alles geglaubt, alles hingenommen. Und irgendwann mal fing es bei mir zu sagen, irgendwas stimmt nicht. Wieso, wenn das, was dieser Wilhelm Reich sagt, warum setzen Sie das nicht um? Mhm. Warum Tesla? Warum Schauberger? Mhm. Warum Walter Russell? Warum Lakowski? Es gibt viele. André Priori zum Beispiel. Ja, ja. Oder ich kam aus dem Staunen nicht. Es gibt über 500 Wissenschaftler, wo ich dann gelesen habe, ich habe das Buch von Luc Bürgin zum Beispiel, Urzeitgott, dann über diese Wissenschaftler. Und es haben sich immer Türen aufgetan, wo lebe ich jetzt? Und dann irgendwann mal, 1999, habe ich beschlossen mit Bernd Senf und Demeo, die zusammengearbeitet haben. Demeo hat eine Arbeit geschrieben über Claude Bastink und er ist berühmt geworden. Der hat mit Senf in Eritrea gearbeitet. Und dann habe ich zu Bernd gesagt, warum machen wir nicht in Janet, wo ich gerade den Unfall hatte, wo es einen Sinn ergibt mit den Tuaregs, weil es war Terrorismus, wenigstens die können was pflanzen. Sagt er, okay. Dann waren sie gerade in Eritrea, wo sie dann Regen gemacht haben und die haben auch Richtung Algerien was gemacht. Und ist das Zufall? Ist das nicht? Aber es hat da geregnet. Und dann habe ich dann Gelder besorgt. Ich habe mit Ministerien, weil da bin ich gut bewandert, mit diesen Regierungsleuten. Und irgendwann mal habe ich es geschafft, bis zu einem Minister, Herr Belayat damals, der war fast Umweltminister, die haben immer 2, 3 Aufgaben gleichzeitig. Ich habe einen riesen Vortrag gehalten mit VHS-Kassetten damals. Es gab ja nicht CDs. Und dann hat er mir 25 führende Köpfe von Algerien über Wetter, über Klima, über... Ich habe alles erklärt, aber die waren unzufrieden irgendwie. Weil das irgendwie unmöglich war, dass es sowas gibt einfach, dass es sowas möglich ist, ja. Und dann kam der Minister später zu mir, ich war in seinem Gemächer da, wo er dann saß, er sagt, ich habe ein Problem. Na was? Er sagt, die haben nichts verstanden. Was mich nicht wundert, ganz ehrlich. Ja, ich sagte, das ist Orgonphysik und damals muss ich gestehen, ich hatte auch nicht die Bausteine, wie ich es heute erkläre, weil heute ich habe ein bisschen mehr Routine und ich verstehe Sachverhalte. Damals, ich wollte nur vermitteln, ich wollte nur, dass Demeo runterkommt. Wir haben ihm Ticket, wir haben ihm 10.000 D-Mark damals geschickt und so.
Und dann hat er argumentiert, ich komme nicht, weil bei euch Terrorismus ist, weil der Minister, das ist auch zu erwähnen, wollte die Operation nicht bei Janet haben, er wollte das bei Tlemcen. Das ist ein Unterschied im Norden, da wo der Terrorismus dann war einfach. Ja. Terrorismus hat bei uns angefangen in den 90er Jahren und wurde immer schlimmer. Ja, ja. Ja. Was sollte ich machen? Dann kam und dann haben wir dann noch eine Sitzung mit diesen Experten gehalten. Und dann sagt er, wieso verstehen die das nicht? Ich habe gesagt, Monsieur le Ministre, können Sie sich vorstellen, ein Schwarz-Weiß-Fernseher und ein Farbfernseher? Ja, hat er gesagt, okay, ich habe gesagt, Farbfernseher versucht dem schwarz-weißen Fernseher zu erklären, was Farbe ist. Damit er das versteht, ich nehme Rot, ich sage, das ist Grau, ein halb Schwarz und ein bisschen Weiß dazu. Dann sagt er, und Grün. Und dann sagt er, Orange. Ja, es ist schwierig, das zu erklären. Dann sagt er zu mir, ach so, du bist ein Farbfernseher und die sind ja ein Schwarz-Weiß-Fernseher hier. Die waren dann beleidigt. Aber trotzdem hat er dann gesagt, was machen wir? Demio will nicht kommen, kannst du das nicht als Farbfernseher? Ich wollte Nein sagen, wirklich. Ja. Aber ich erinnere mich, ich habe ja gesagt. Okay. Und so bin ich in diese Sache und ich hatte wirklich Angst. Ich dachte, was mache ich jetzt? Dann habe ich lang gegrübelt, bis der Tag kam, wo die Tickets da waren, wo ich dann runter, dann habe ich einen Freund von mir gebeten, so ein Deutscher mitzukommen, weil wenn ein Deutscher da ist, ich bin ja halb Deutsch, halb Algerier, aber falls mir was passiert, kriege ich nicht die Sicherheit als Algerier, aber wenn ein Deutscher dabei ist, sind wir dann sozusagen ein bisschen geschützter. Und beim Raussuchen von meinen Klamotten, ich hatte damals, als der Unfall passiert ist, von Adhan, dieser, der mir sagte, die Wüste brauchte ich noch und hat mich dann sozusagen, ich war öfters da unten, wir haben eine richtig gute Freundschaft mit gehabt, der ist der größte Guide in der Wüste. Er sagt, ich habe was für dich. Ich sage, was denn? Weil ab und zu mal, der erzählt mir Stories abends, wo wir dann mit Holz und so was Feuer machen, guckt im Himmel, tolle Sternhimmel und sagte, das ist ein russischer Satellit. Da oben. Sag, russischer Satellit? Wo? Dann sehe ich so einen Stern, der sich bewegt. Das ist ein Satellit. Er sagt, woher weißt du, das ist ein russischer? Er sagt, weil die Russischen, die sind langsam und ab und zu mal, die fallen runter. Ich sage, wieso? Erzähl mal. Ja, einmal war ich allein unterwegs und plötzlich fiel so ein Satellit runter, bis auf 50 Meter über meinen Kopf. Es war rund. Und ich habe sie zum Tee eingeladen und so, die wollten nicht, die haben das repariert und die sind dann wieder nach oben gegangen einfach. Es war für mich klar, das war ein fliegender Untertasse. Ja. Und kein russisches. Ja, kein russisches, aber für ihn, er ist ja Analphabet und er kennt nur die Wüste, er kennt sein Naturmensch und. Und so viele Geschichten hat er, kennt alle Felsenmalereien, er kennt, wer hat den GPS im Kopf. Ja, und einmal hat er mir erzählt, wie er durstig wirklich da war und er war am Tod nah, weil wir waren an einem Ark sozusagen, einem Bogen. Und er guckt die ganze Zeit dahin und damals hatten wir Touristen, haben wir sozusagen die Salzkarawane. Du läufst. Ja. Und ich wollte das wirklich Gefühl haben, was treibt die Leute, so Tag und Nacht zu laufen, ohne müde zu werden und die machen den Tee beim Laufen. Es kann nicht sein. Also ich habe damals angefangen, mit mir Experimente zu machen. Und da habe ich entdeckt, wenn du ein Kamel hinter dir hast, du läufst, du kommst in Trance. Verstehst du, du kommst hier in eine Schwingung und du hast keine Müdigkeit und sowas. Und dann habe ich dann verstanden, warum sowas möglich ist, dass die Leute große Entfernung und dass die nicht einen Halt machen, nur irgendwann mal nachts oder was weiß ich. Ja? Dann sind wir an so einem Bogen, dann guckt er und dann abends sagt er, hast du den Bogen da gesehen? Ich habe gesagt, ja, ja. Und er sagt, einmal bin ich da fast gestorben und dann Gott sei Dank kam ein Auto, war ich halb am Verdursten, so ein Allradwagen und die haben mich dann versorgt, mitgenommen. Ja, ich gesagt, ja, ist was Normales, das sind Touristen oder irgendwelche, die da vorbeigekommen sind und dich genommen haben. Guckt er mich so an, er sagt, aber es hatte keine Räder, es schwebte einfach und ich darf darüber nicht reden. Ja. Okay. Ja, ja. Das sind so Storys einfach, okay, die da auffallen. Ja. Es gibt bei uns zum Beispiel, habe ich vorhin erzählt, ein Berg heißt Berg Adrian, Rartel Jnun. Der Autor Frison Roche kann man lesen, einfach.
hat 1929, der war da als Soldat in Algerien, und er hat über diese Berg geredet. Die Tuaregs würden dich dahin nie begleiten, für das Gold aller Welt einfach nicht dahin, weil die sagen, die sehen Leute, die da landen und hoch, das sind für sie Djinns einfach, ja, mhm. und die wollen damit nichts zu tun. Tuaregs sind bekannt, die haben 3 Talismane oder 4. Mhm. Und wenn er dir die Hand gibt, guckt auf deine Hand, wenn die lang ist. Die haben ihre Philosophie, die wissen, du bist ein Außerirdischer, ein Djinns einfach, ein Djinn oder so. Die haben wirklich, die glauben fest daran. Ja. Also es sind unglaubliche Sachen, was ich gerade höre. Das ist die Wüste, ja. Das ist ja meine Welt. Ich muss dich jetzt ein bisschen einfangen, weil sonst sprechen wir heute Abend noch über die Abenteuer. Ja. Unglaublich, hätte ich jetzt so nicht gedacht, was ich da jetzt erfahre. Ich wollte eigentlich nur über die Technik sprechen. Lass uns doch mal auf die Technik eingehen, die dieses Cloudbusting da verursacht. Also du hast gesagt, du bist mit dieser Technik dann irgendwann konfrontiert worden in den 90er Jahren, so ungefähr. Ja? 94. April war dieser Unfall. Und die erste Operation habe ich dann bei Tlemcen gemacht, wo die Mio nicht kommen wollte und wo ich diesen Deutschen mitgenommen hatte. Und warum ich die Geschichte erzählt habe, weil aus dem Schrank, als ich meine Klamotten rausgenommen hatte, fiel ein Artefakt. Und diese Artefakt habe ich von Adhan, diese Gitte, der von diesen Leuten. Die haben ihm das gegeben, die haben gesagt, das ist von Sirius. Er zeigte mir auf dem Stern und er hat gesagt, irgendwann mal triffst du jemanden, der wird das brauchen. Das ist, es heißt SRU, der Schlüssel zum Regen. Okay. Ja. Und ich habe nicht daran geglaubt. Als Informatiker, ich dachte, naja, das ist ja ein Artefakt und sowas. Ja. Ich habe es im Schrank getan, 94, 99, im August, ich soll diese Operation machen. Ich ziehe so mein Hemd und es fällt mir direkt im Koffer rein. Okay. Ja, und ich habe es mitgenommen. Und es hat geregnet. Ich selber kam aus dem Staunen nicht einfach raus. So wie? Ja. Und dann konnte ich anfangen, so zu verstehen. Das ist wie, ob du Eckhart Tolle kennst zum Beispiel, der das Buch jetzt geschrieben hat, der die Erleuchtung erlebt hat und der war jahrelang auf Bänken und sowas. Er hat das nicht verstanden, was ihm passiert war. Verstehst du? So ging es mir mit dieser Geschichte. Mhm. Warum ich? Wieso ich? Wozu? Ist das wirklich wahr und so? Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal 2000 meine Frau geheiratet. Die kam nach Berlin, dann gab es eine Dürre in Algerien und Algerien wollte dann Wasser mit Schiffer importieren. Aber da die Regierung damals nach der Operation mir die Geräte beschlagnahmt hat und sowas, wollte ich nie damit mit denen arbeiten. An die Öffentlichkeit, die Regierung, Wilhelm Reich. Allein wenn die das Wort Wilhelm Reich hören, dann verbindet die das mit Guru, mit Sex, mit Freier, was weiß ich, und sowas schlimm. Mhm. Da muss man wirklich rot werden wie eine Tomate einfach. Die Leute zeigen dir, dass du spinnst oder so. Aber ich wusste, es funktioniert. Und meine Frau hat auch Bernd Senfken kennengelernt. Sie sagt, guck mal, wir müssen das machen, auch wenn wir 1% Chance haben, dass es regnet, haben wir viel erreicht. Ja. Er hat gesagt, aber ich mache das nicht mit Regierungen und sowas. Ich war dann trotzdem in algerischen Fernsehen, ich habe auch den Film, könnt ihr auch zeigen, wo ich da verhandelt habe und sowas, aber totales Schweigen. Als sie gesehen haben, ich bin meine Sache sicher, dann hat ihre Mutter für uns ein Grundstück ausgesucht mit richtig so Berge rundherum. Du hast einen Eingang, einen Ausgang, wo ich jetzt bin, Janan El Hawita in Algerien. Mhm. Und ich konnte allein arbeiten. Wir haben 2003 angefangen. Die ersten Bäume kamen, die Heuschrecken, die haben sie dann alle kahl gefressen, kaputt. Und ich wollte konventionell sozusagen anfangen mit einfach, weil wenn Wasser kommt, du hast einen heißen Boden, es kugelt sich ab und ich habe mir da meine Sachen so gedacht, so ein System, wie ich dann intelligentweise arbeiten muss. Ich hatte keine Ahnung, ich war ja kein jemand, der was pflanzt oder so und wüsste. Und irgendwie etwas sagte mir, das ist der falsche Weg, was du da machst. Dann habe ich im Juli 2005 mich entschlossen, nachdem wir einen Brunnen hatten, Wasser, richtig Wilhelm Reich, Dessler und Schauberger anzuwenden. Mhm. Ja, weil ich wollte mich nicht blamieren. Und am selben Tag, steht auch in dem Film, damals habe ich das versucht, zu Kamera und Regen und so, bestimmt 3-4 Kameras damals kaputt. Dann ist der Regen gekommen.
Und seitdem kommt der Regen einfach, ja. Und jedes Mal für mich ist eine Vertiefung. Mhm. Und um diese Sache zu verstehen, diese Technik, das ist wie Akupunktur. Wir kennen Akupunktur. Mhm. Ja. Unser Körper ist wie das Gaia-Prinzip. Die Erde ist auch so ein Lebewesen. Mhm. Und der Himmel ist die Haut. Deshalb spreche ich auch von Feng Shui des Himmels, dass die Energie fließt. Ja. Qi oder Cha. Organ oder Deadly Organ. Ja. Und dann bin ich auf Walter Russell, bin ich auf viele Methoden gekommen. Das ist nicht CO2, das verursacht, dass wir hier Klimaveränderung haben. Das ist Radioaktivität. Weil Radioaktivität gehört nicht über den Boden. Die zerstört, alles zerbröselt. Das Radioaktivität durch die Atombombentests, oder? Ja. Und dann, es gehört auf den Boden. Dann habe ich verschiedene Operationen gemacht. Ich habe gerade eine jetzt in Namibia gemacht, wo sie ein Uranmine in Tagabbau, ja, wo ich auch die Technik angewendet habe. Ich habe Namibia nicht verlassen, bis es anfing zu regnen. Ja? Und damals bei Mongolei, ich habe auch einen Film, der das von Paul Jakubczyk, der da damals das zusammengeschnitten und sehr schön gemacht hat und wo er das auch erklärt, er war auch dabei. Und dann hat es auch geregnet, ja. Und also es gibt genug Beweise für diese Technik, dass sie funktioniert. Es ist nicht, Wilhelm Reich hatte recht. Ich kenne Paul, ich habe mit ihm ein Interview schon gemacht. Und Bernd Senf war da, er hat das auch gesehen. Du hast blaue Himmel, wie letztens in Namibia. Das funktioniert folgendermaßen so. Du hast ein Molekül Wasser, eine Wolke, das ist ein energetisches Gebilde. Kommt in eine Region, ich nenne das basisch oder Sauermilieu, damit die Leute, weil das ist in Analogie zu uns auch. Ja, ja. Bist du basisch, hast du kein Krebs, keine Krankheiten. Ja. Bist du sauer, brauchst du was. Die Wüste ist für mich ein Sauermilieu sozusagen. Da ist zum Beispiel Radioaktivität, tötet alles, nichts fließt. Mhm. Ja, da kommt eine Wolke, H2O, die kommt in dem Gebiet und dann die wird auseinander gehen. Die H-Atome sind allein, Negativionen und die O's gehen auch allein ein. Aber in diesem Milieu gehen sie in Verbindung, das sagt Wilhelm Reich, das ist die Organphysik. Die gehen eine Verbindung O3. Die sammeln sich deshalb Ozon. Mhm. Und wenn ich jetzt mittels dieses Gerät, also Himmelsakupunktur, was Wilhelm Reich damals Cloudbuster, weil er damit auch was anderes gemacht hat, ich ziehe diese tote Energie, dieses Cha, wie beim Körper. Ich gebe Energie, ich tonisiere, Sedierung, ich ziehe Energie, ich sediere sozusagen in Analogie. Dann fließt die Energie wieder, dann kommt Orgon da. Und dann diese O3, diese Ozon, gehen auseinander. Das ist nicht deren Milieu. Ich habe das Milieu verändert. Dann ging sie in Verbindung zu diesen Wasserstoffmoleküle. Und aus dem Nichts, du hast blauen Himmel, du siehst Wolken, die da entstehen. Viele Professoren, wenn ich Vorträge halte, die sagen aber, Herr Abdelaziz, wo entsteht die Feuchtigkeit in der Wüste? Dann sage ich, ja, müssen Sie ein bisschen Organphysik machen. Okay, ja. Das steht alles drin und das leuchtet ein. Und wenn du, ich bin ein Pragmatischer, verstehst du? Ich setze das, weil Theorie erklärt alles, aber nichts funktioniert. Okay. Praxis, es funktioniert und keiner versteht das. Hast du vielleicht ein paar Fotos für uns mitgebracht? Ich meine, du hast schon eine Präsentation angelegt. Ja, gehe ich jetzt hier. So war der Anfang zum Beispiel. 2005 damals, links. Und jetzt, da habe ich ungefähr 4 Tonnen Kartoffeln gepflanzt. Zu dieser Sache da. Hier ist ein Film hier, der das auch wiedergibt, was ich gemacht habe, wie es anfing. Da könnt ihr das genau sehen. Thank you.
Das ist hier ein besonders berühmter Apfel. Den das war ein ganzer Stolz. Am Anfang war es nur einer. Und jetzt ist es ja drei Äpfel schon. Majid Abdelaziz ist Gründer und Initiator von Desert Greening. Es begann 2004 in Südalgerien am Rande der Sahara. Das heißt eine Steigerungsrate von 300%. Genau. In der Wüste später wird ein Ort sein, wo Menschen zusammenkommen, wo ein Ökodorf dann entsteht mit goldenen Schnittbauten, mit bioklimatischen Methoden, mit erneuerbaren Energien, wo dann diese Leute zusammen voneinander lernen. Für seine Vision existiert bereits eine 3D-Animation und ein Modell von der Architektin Isra Bellamy, hier links im Bild. Um es in der Wüste regnen zu lassen, baute Majid Abdelaziz einen Cloudbuster nach Wilhelm Reich und ergänzte diesen mit Techniken von Viktor Schauberger und Nikola Tesla. Könnte das vielleicht irgendwann eines Tages auch in Nordafrika zur Anwendung kommen? Und wenn ja, wie wären jetzt gegebenenfalls diese Standorte auszuwählen? Wie wäre das Gerät zu handhaben? Wie wäre es auszurichten? Weil das ist nicht einfach damit getan, das irgendwo in die Gegend zu stellen und es da stehen zu lassen. Es bedarf einer sehr behutsamen Umgangsweise. Das musste Reich natürlich auch erst alles lernen und erkennen, eine sehr behutsame Umgangs- und Anwendungsweise. Diese Maschine ist wirklich fähig, nach 3 Tagen Arbeit kommt Regen. Und die erste Operation, die ich damals dann im Juli gemacht habe, das war wirklich ein totaler Erfolg. Ja. Es in der Wüste regnen zu lassen, reicht alleine nicht aus. Die Voraussetzung für die Entstehung des Dorfes Janan ist die Erschaffung eines Mikroklimas. Hierzu müssen tausende Bäume gepflanzt und jahrelang gehegt und gepflegt werden. Um diese oftmals mühselige und harte Arbeit zu unterstützen, kann man Baumpate werden. Die blühenden Landschaften, sie kommen in der Sahara. Da sind sich zahlreiche Wissenschaftler jedenfalls einig, nämlich dass, wo heute noch Sand bis zum Horizont liegt, da könnten irgendwann grüne Gräser wachsen, Büsche, vielleicht sogar Bäume. Dieses Frühjahr jedenfalls ist das fruchtbarste seit über einem Jahrzehnt. In der algerischen Wüste leuchten kleine Blumen. In diesem Nachrichtenbeitrag wird gezeigt, wie das ganze Land von dem Regen profitiert. Der Bezug zu Desert Greening blieb bisher aus. In Lagoat hat es nie geregnet. Jetzt haben sie für das Regen, falls es regnet, so Kanäle, damit es abfließt. Okay. Man kann Regenschirme jetzt kaufen, was unbekannt war damals. Ja. Ab und zu mal regnet es hier und nicht im Norden sozusagen, weil wir da genug arbeiten. Ja. Also der Herr Buro hat in seinen Tagesthemen schon darüber gesprochen, aber nicht, was es verursacht hat, sondern nur die Symptome oder die Auswirkungen hat er erklärt in diesem Bericht. Das ist ja erstaunlich. Also ich habe das Thema ja schon lange auf dem Schirm, aber ich habe es jetzt gerade erst so verstanden oder so beginne zu verstehen, was du da eigentlich machst. Also du nimmst die Technologie von Reich und verursachst einen physikalisch-chemischen Prozess, der quasi aus O3, Ozon und mit gespaltenen Wassermolekülen H und O, diese Kombination, wenn du zusammenbringst. Und das Resultat daraus ist H2O, ja, Feuchtigkeit, wieder, ja. Also Wasserdampf und das dann irgendwann abregnet. Du machst das Milieu wieder basisch einfach. Okay. Aber was ist denn die eigentliche Technik, die Reich dann anwendet? Also diese Röhre, da steht eine Röhre da und auch in dem Video damals von Kate Bush wurde das ja auch so demonstriert, eine große Metallröhre. Was wird denn da hochgeschickt? Was ist das Prinzip? Er verbindet das mit Wasser durch Leckschläuche.
Er hat es entdeckt damals, wo er das Urano-Experiment gemacht hat, wo er 2 Milligramm Radium genommen hat. Ah. Und er hat gesehen, dass statt die Halbwerte von dieser Radioaktivität zu verringern, oder weil damals, wenn du Experimente gemacht hast, hat hunderte Jahre gedauert, er wollte das minimisieren. Es war schlimmer. Die Natur ist aufgepeitscht, das merkt man immer nach so Atomversuchen, und dann kommt ein toter Impuls. Es bewegt sich nicht, kein Vögel, kein Wind, nur Schlieren am Himmel, depressiv, so eine schwarze Schicht überall. Aha. Und dann hat er bemerkt nebenbei, dass er damals Röhre hatte im Wasser, die so Wellen kreiert haben. Dann hat er gesagt, ich nehme diese Röhre und dann richte die den Himmel gegenüber und dann verbinde die mit dem Wasser. Wasser ist ja magnetisch. Der hat ja zwei, wie sagt man, wie ein Magnet, plus, minus. Ja? Ja, ja. Und er wirkt dann. Das war alles Intuition, was er gemacht hat. Es gibt ein inneres Wissen. Ja? Und es hat geklappt. Plötzlich hat er gesehen, dass der Himmel blauer wurde, dass die Vögel wieder kamen, dass die Natur wieder sich belebt. Und dabei hatte er auf eine Wolke gezielt. Wenn er auf eine Wolke zielt, das ist ein Potenzial, nennt er das. Er hat das alles mathematisch sozusagen aufgezeichnet, Orgonphysik. Dann diese Wolke schrumpft, weil entzieht die Energie der Wolke durch das Wasser. Und wenn er daneben macht, die Wolke vergrößert sich. Und deshalb hat er diese Gerät damals, Cloudbuster, Wolkenzerstörer sozusagen. Ja. Das ist an sich ganz einfach. Ja? Okay, ich verstehe. Er hat alles beschrieben. Es gibt auch Mitarbeiter von ihm und er hat viel mehr entdeckt, aber seine Bücher wurden ja verbrannt. Erstens in Deutschland und dann auch in Amerika von dieser Fat und Drag, weil er eine Orgonkiste geliehen hat und er hat gesagt, ihr seid ja kein Wissenschaftler, um mir zu verbieten, das zu machen. Ich weiß, was ich tue. Die haben ihn verurteilt, der ist nicht erschienen zum Gericht. Und dann kamen sie, wo du erzählst, mit Kate Bush und die haben den da verhaftet und dann sein Labor. Aber es steckt viel mehr dahinter, weil er hat Experimente gemacht mit Motor, Orgonmotor, wo er was anderes hatte und es war ja nicht gut, dass er wieder freikommt. Er war gut gebaut und so. Und glaubst du, dass man ihn getötet hat im Gefängnis? 100%. Ja, also bist du auch davon überzeugt? Ja, ich habe mich viel mit Reich beschäftigt, dann so, ich sage dann so. Es stinkt zum Himmel. Ja, im wahrsten Sinne, ja. Naja, und Tesla ist, haben wir da vorhin über Philadelphia-Experiment gesprochen und so, ist auch in sein Zimmer tot aufgefunden. Er war ein bisschen alt, weil er wurde dann ersetzt von Neumann einfach. Mhm. Ja, damals wollte er mit Einstein und so diese Philadelphia-Experiment machen. Ja. Ja, bringt mich dann aber gleich zu dir, zu der Frage, hast du denn dann keine Angst, wenn du diese Experimente fortführst und da hier die Welt in einen grünen Planeten verwandelt. Das ist ja offensichtlich nicht das, was gewollt ist auf dieser Welt. Damals hatte ich Regen gemacht. Und dann habe ich durch meine Technik entdeckt, ich habe mich viel mit dem Torus beschäftigt. Und Torus ist unser Herz. Das ist Magnet einfach. Und deshalb sind die Sphärenharmonieanlagen entstanden. Weil während dieser Arbeiten waren wir in Theorismus hoch 3. Aber irgendwann mal haben wir bemerkt, was machen wir jetzt hier um 10 Uhr, 22 Uhr? Wir müssen längst um 18 Uhr weg sein. Wir hatten keine Angst. Dann habe ich bemerkt, diese Anlage vermittelt mir was. Wirklich einfach. Mhm. Ich bin ein normaler Mensch. Ich habe natürliche Ängste wie alle. Wenn es um mein Leben geht, dann Adrenalinausschuss und dann mache ich was. Mhm. Aber da, ich war mir sicher, es wird nichts passieren, auch in der Umgebung nicht. Und so war es, und zwar immer verstärkter. Dann kam ich auf diese Technik, und diese Technik habe ich, du hast ja die Kartoffeln gesehen, das sind jetzt hier, wir haben Kamut und sowas gepflanzt, zeige ich die Bilder später, habe ich bemerkt bei diesem Kartoffelbau in Algerien, wir haben keinen Gewinn gemacht, weil es viel geregnet hat. Hast du auch diesen Beitrag im Fernsehen? Da waren die Trüffeln von 80 Euro auf 2, 3 Euro runtergefallen, weil es gab viel Regen und die Trüffeln, die wachsen einfach, diese Kalahari-Trüffeln. Und die Leute, die haben Trüffeln gegessen statt Kartoffeln, weil die billiger waren. Ja? Okay. Ja. Und dann, diese Kartoffeln haben wir an eine Frau verschenkt, eine Nachbarin, die bei 80 war.
Und die kam und sie wollte noch welche holen. Da habe ich gesagt, ja, was findest du an diese Kartoffeln? Besonders, die sind klein und so, die anderen sind riesig. Die sagt, ich kann mich erinnern, diesen Geschmack gegessen zu haben, als ich 18 Jahre alt war. Ah. Dann hat es bei mir Klick gemacht. Damals habe ich mich mit Kozyrev beschäftigt. Kozyrev Spiegel und so. Ich habe auch in so einem Spiegel gesessen, so in Kanada. Und dann habe ich gedacht, was ist hier los? Was passiert hier? Kozyrev hat damals die Sterne beobachtet, aber durch die Lichtverschiebung können wir nicht die jetzigen Sterne, die wir sehen, sind die falschen, weil das ist ein falsches Bild. Die jetzige Position ist woanders, weil das Licht so lange braucht, um dazu zu sein. Und dann, als er das in diese Spiegel reingetan hat und beobachtet, der hatte ein anderes Bild. Er war sehr guter Mathematiker, er hat das berechnet, er hat gefunden, das ist die jetzige Position. Und ich habe damals weil ich experimentiere viel, ich sagte in Analogie, wenn ich jetzt sagen wir Strom verstehen will und ich weiß nicht, was da passiert mit den Elektronen, ich denke mich in Wasserschläuche. Verstehst du? Wasserschläuche, was ein Kondensator, was weiß ich, ein Diode, wie kann ich mir das vorstellen? Es funktioniert alles in Analogie. Wenn man Hermes Trismegistus nimmt, so wie unten, so wie oben, es gibt auch das Prinzip der Entsprechung. Yeah. Und das mache ich mir zunutze immer und es hilft mir. Dann habe ich gesagt, warum mache ich nicht diese Technik, was Kozyrev benutzt hat, weil unsere Erde hat auch einen Biorhythmus, was ja Philadelphia-Experiment bestätigt. Ja. Das ist immer im August 2013 oder 2003 oder kommt dieser Rhythmus. Er hat gesagt, warum fange ich nicht so einen Rhythmus durch meine Kozyrev-Rezeptoren, dass uns wohlgesonnen ist? Dann habe ich mir gedacht an die 50er Jahre, wo die Menschen noch natürlich, wo Romantik, wo alles stimmte, wo kein Genderplan war, wo keine, was weiß ich, was die uns alles hier machen wollen, weil jetzt haben wir die Schumanns-Frequenz bei 13. Damals war sie bei 8. Es war bei mir so 7, 8 dazu festzuhalten. Und als ich das gemacht hatte, habe ich diese Kartoffeln da gepflanzt. Und dann habe ich mir gedacht, wow, irgendwas ist ja passiert. Und ab dann ging der Terrorismus auch schnell runter in Algerien. Wir konnten uns dann frei bewegen, ohne Angst. In ganz Algerien. Da kamen Leute wie Bernd Senf 2007, da hatten wir ein bisschen Angst. Aber später, da kam Wolfgang Jung, da kamen viele Leute. Aber war nichts mehr. Und Arabischer Frühling war geplant, sollte, ich habe Schriften, in Algerien starten. Die Algerier, was soll ich im Krieg? Kein Interesse. Und der Algerier hat nicht, wie sagt man, sich entzünden wollen, obwohl die Snipers schon da waren, alles und so, wartete nur auf, um das aufzuputschen. Ging nicht. Dann aber ist der das Präsident dann wurde doch, wie hieß er, Ali, der wurde doch trotzdem gestürzt, glaube ich, der algerische Machthaber, oder? War das nicht damals auch im 2011? Ich erinnere mich dunkel an Berichte von Algerien, dass da auch ein Aufstand war und die Familie... 1990 wollten die Islamisten an die Macht. Ja. Dann hat man sie und dann hat man sie gestürzt und dann haben die Generäle das übernommen, okay, in Algerien. Ja. Und dann ab da gab es dann Terrorismus. Es gab eine für die schwarze Macht, ja. Die dann sich vermischt haben und es gab ein Gemetzel ohne Ende. Du konntest nicht von A nach B gehen, ohne wirklich sicher zu sein, dass du zurückkommst abends. Ja. Man weiß nicht, man hat sogar gesagt, qui tue qui. Wer bringt wem um? Das war so das Motto Journalisten, alles war durcheinander. Ja. Und dann 2007, normalerweise sollte sich eskalieren. Ja. Ja, und dann ging über Tunesien. Ein Junge zündet sich an und ganz Tunesien war entfachelt einfach. Ja. Und dann war Libyen, dann war die Geschichte kennbar. Ja, aber Algerien ist bis heute stabil. Ja. Diese Technik dann habe ich in der Ukraine, weil ich dachte, damals Andreas Pfeiffer hat mich darauf aufmerksam gemacht, warum wenden wir das nicht so in Ukraine? Ich habe Berichte, also wo ich das den Leuten gesagt habe, bevor Merkel und Hollande dahin gingen. Ich habe gesagt, wir haben jetzt was in der Ukraine. Nicht mal zwei Wochen später geht Merkel mit Hollande und Minsk 1, Minsk 2 und danach auch Kerry pfeift den Poroschenko zurück. Hört man heute was von
Ukraine. Ich kann sagen, das ist Zufall. Mhm. Aber dann habe ich es in Iran gemacht, im Juli jetzt. Mhm. Mhm. Ja, was ist passiert in Iran? Embargo weg. Die dürfen zivil, Atom, ja, sind das Zufälle. Dann habe ich es bei Rammstein, wo sie diese Drohnen einfach anwenden. Ja. Generäle jetzt wollen nichts mehr. Die Polizei, die hören auf, weil die haben ein schlechtes Gewissen. Ja, ich verstehe. Ja. Weil die können das nicht machen, indem sie Leute töten und nach Hause mit seinem Kind. Ja. Es passiert was. Weil diese Torus-Energie, ich kann sehr tief über diese Energie reingehen und das erklären und so. Jetzt gerade ist ein Artikel hier, damit der Himmel die Erde küssen kann hier. In dieser Zeitenschrift heißt das. Ja. Wir haben das gerade gebracht, kann man auch lesen über die Technik. Ja. Und ich habe es jetzt in Namibia auch angewendet. Die Leute, die Namibia, die haben mir gesagt, ich habe eine neue Ära jetzt eingeschlagen in Namibia. Kannst du behalten. Danke. Ja. Warum? Weil in Namibia sind ganz große Grundbesitzer, 10.000 Hektar, 20.000 Hektar. Und die bekämpfen sich gegenseitig. Ego, mein Nachbar nicht und so. Und ich war da. Die Technik eingesetzt, ich habe denen erklärt, weil die machen da, die Chinesen, einen riesen Uran-Tagabbau und die Leute sind krank schon, alles ist unnatürlich, alles verrückt. Und dann plötzlich der Himmel bei Swakopmund, habe ich das gemacht, der Himmel klart sich auf. In Windhoek, als ich dann mal im Flieger gehen wollte, ich habe Bilder, könnt ihr einbauen, siehst du, es regnet. Ja, und das war auch dieser Effekt, blauer Himmel und plötzlich Wolken von überall. Es wirkt, ja. Und das Beste, die Leute, die sich 20 Jahre bekämpft haben und nicht gesehen haben, die kamen alle zusammen. Diese Namibia, diese große Grundbesitzer, und die haben zusammen gegrillt und die haben sich zusammengefunden. Und weil diese Anlagen bildet Gemeinschaften. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Problem. Wir haben ein Gesetz, aber das ist kein direktes Gesetz, das ist ein Handelsgesetz, was hier greift. Deutschland ist ein GmbH. Alles ist so eine Firma hier. Mhm. Aber dieses Handelsgesetz greift nur bis zur Kommune, mehr nicht. Das heißt, in Amerika, wenn ein Sheriff hat mehr Macht als der Präsident sozusagen. Und man kann in einer Gemeinde, die sind dabei, diese Gesetze zu ändern, dass die Gemeinde nicht so stark ist, weil die merken jetzt, dass die Leute sich zusammentun. Einer ist Bäcker, einer ist Arzt, einer ist was weiß ich. Und dann, die machen was, die haben ihre eigene Währung. Und diese Sphärenharmonieanlagen, deshalb sage ich, die Angst muss die Seite wechseln jetzt. Wir müssen jetzt diese 10% erreichen. Also damals habe ich gerechnet, die 10%, wären 200 Anlagen weltweit. Du meinst die 10% der Bevölkerung, die aufgewacht sind? Aufgewacht, aber wenn ich Affe. Auch, per Analogie, damit das auch gesichert wird durch meine Anlagen, dass überall diese Leute dann, die in Kontakt kommen, 200 Anlagen. Ich habe jetzt in Iran, ich habe in Mongolei, ich habe in Namibia, ich habe in Algerien, ich habe in Kanada, aber ich komme nicht schneller weit. Deshalb, ich zum Beispiel, habe ein Problem. Um das zu machen, um diese 10%, jetzt habe ich vielleicht 1% erreicht. Ein Problem, ich kann mich nicht um Energie, um diese Sachen kümmern und um das Geschäftliche, was das Geld angeht. Dann habe ich einen Fehler gemacht, ich lasse Leute an mich herantreten, wie in den Emiraten, die mir versprechen, die halten mir den Rücken frei und die kümmern sich um das Geld, weil ich darf nicht mehr als das Tribut nehmen nach den Sufis. Die Hardware kostet, sagen wir, X, ich darf noch X dazu rechnen. Aber ich mache nicht daraus 100X. Ja, ich verstehe. Und diese Manager, die mich managen wollten, waren gierig, die wollten viel Geld. Und dann, die sind in Streit mit mir getreten und die versuchen mir das Geschäft kaputt zu machen, indem sie sagen, meine Anlagen funktionieren nicht. Es gibt sogar jemanden, die Kozirev-Technik, die so komplex ist. Man hat mich gefragt, warum mache ich nicht miniaturisierte die Geräte? Ja, wenn ich die miniaturisiere, die werden viel teurer. Und es gibt eine atmosphärische Spannung, du weißt, hier 2 Meter.
Ja, deshalb gibt es Blitze und sowas. Er baut Pipifax-Baukasten, Sphärenharmonieanlagen für 150 Euro, versucht dann die Leute zu... Die hat nicht mal einen Meter oder 1,50 Meter, die kann nicht mal eingreifen. Ja. Und Kosirev-Spiegel nimmt er in Chips einfach. Also ich weiß ja nicht, was ich sagen soll. Ja. Letztens auf einer Veranstaltung kamen Leute, die das gekauft haben, die diese Workshops damit gemacht haben. Die haben mir erzählt, da habe ich gesagt, ja, müsst ihr wissen, was ihr macht. Vielleicht funktioniert das, vielleicht ist da ein Placebo-Effekt. Jeder gibt einfach 150 Euro und sagt, ja, ist ja nicht viel, weil meine Anlagen sind viel teurer. Aber meine Anlagen, die erreichen 500 Kilometer Reichweite. In Algerien habe ich in 10 Jahren eine einzige Anlage. Hier muss ich mehrere Anlagen, weil ich die Zeit nicht habe. Ja. Wir erleben im Moment schlimme Zeiten. Ja? Die Presse lügt, ja? Die diffamiert. Es gibt zum Beispiel in jeder Stadt, kennst du Alexis Sorba? Ja. Ja. Bei uns haben wir so eine Art Alexis Sorba. Der ist bekannt in meiner Stadt Delitz, weil er verkauft Fisch, er kauft, ist sehr intelligent. Einmal wollte er Fisch kaufen, also Sardellen, die waren ganz frisch, die kommen direkt aus dem Meer. Und er hatte seine Zeitung, was er immer liest. Und gerade in dem Moment, wo er kaufen will, der Verkäufer sagte, ich habe aber kein Papier, um dir das zu wickeln. Ach, die Zeitung sowieso, sagt er, wickel sie mir da rein. Er hat ihm da in die Zeitung gewickelt, er läuft nicht mal 50 Meter, pst, durch die Nässe, alles fällt runter. Und er schimpft ganz laut, die Leute haben ihn gehört. Er sagt, scheiße Zeitung, die Lüge der ganzen Welt hast du getragen und 1 Kilo Sardellen konntest du das nicht. Ja, man kann heute wirklich die Wahrheit von der Lüge nicht unterscheiden, was ist wahr, was ist so. Weil die bauen das so intelligenterweise. Das heißt, und diese Anlagen hier, die funktionieren wie ein Torus. Vielleicht gehe ich ein bisschen auf Torus hier ein. Das ist ja mein Projekt. Alles ist in Bewegung. Das ist mein System, wie ich da arbeite. Das sind die Körper, deshalb benutze ich auch Agnihotra in einer Pyramide, weil das ist das Symbol für Feuer. Und das ist das Torus hier. Wenn man jetzt zum Beispiel diese, es gibt viele Leute, die Berechnungen machen nach goldenen Zahlen und sowas, diese Quadraten einfach mit Zahlen versehen, da kommt immer eine Zahl, die sich dann wiederholt und so. Und der Gurdjieff damals, der hat das Enneagramm rausgebracht. Und er hat gesagt, das Enneagramm gebe ich euch, es ist stark, aber er benutzt es statisch. Man muss es dynamisch benutzen. Und dann, ich habe mich vertieft in diese Sache, dann habe ich herausgefunden, dass das Enneagramm mit dem Torus wird dynamisch einfach. Ja? Das heißt, er wusste um vieles, der Gurdjieff. Das ist jetzt hier. Wie dieser Torus hier, das ist eine kleine Animation vom Film Thrive, die zeigt, dass alles drin ist. Das ist ein selbsterhaltendes System. Lord Kelvin damals hat auch mit Rauch so, wenn du Zigarette rauchst und du machst so einen Wirbel, da kommt Ring, auch so, dass sich selbst erhält und bewegt einfach. Wir konnten damit sogar unsere Kerzen ausbrüsten. Und alles von unten bis oben, wie Hermes Trismegistos das gesagt hat, funktioniert nach dem Prinzip des Toruses einfach. Ja. Einstein hat damals über diese Lichtpakete, die in Torus-mäßig einfach so diese Photoelektrik-Effekt, die da entstehen im Zentrum einfach geredet. Ich habe dir erzählt, dass ein Baum auch so torusmäßig. Das heißt, deshalb, jeder Blatt wird erreicht mit Wasser oder sowas und es geht nach oben, dann stirbt das, dann kommt das auf den Boden, wird es wieder aufgenommen und so. So dieser Kreislauf. Ja. Unser Herz ist genauso ein Apfel zum Beispiel. Wir haben auch das hier. Ein Schmetterling, kann man sagen, hat das auch hier. Wir Menschen haben auch die Wirbelsäule zum Beispiel. Wir sind auch ein Torus. Ja. Und deshalb, diese Anlage funktioniert. Hier kannst du sehen, Leonardo da Vinci, der wusste um diese Sachen. Hier, unser Herz. Es gibt einen Sinusknoten,
der zum Beispiel aus dem Nichts irgendwie so arbeitet. Ja. Und deshalb sage ich, das ist ein kybernetisches Phänomen, weil Kybernetik ist die Steuerung, wie bei der künstlichen Intelligenz, von Maschine, Mensch und Maschine. Vielleicht habe ich hier sogar eine Definition hier von Kybernetik. Weiß ich nicht, ob ich das dabei habe. Also was mir gerade auffällt, ist, dass alle Namen, die du hier erwähnst, Paul Jakubczyk, Bernd Senf, Nassim Haramein, das sind interessante Menschen, bei denen bin ich alle begegnet. Ja. Und irgendwie kommt das gerade alles zusammen. Ja, ja. Ich habe mit denen allen schon zusammen Interviews gemacht und hatte mit denen zu tun. Und es ist eine ziemlich interessante Situation gerade, dass alles sich zusammenfügt. Ja, ja, du, damals stand ich da, was ich gemacht habe, war intuitiv. Und dann kam Nassim Haramein. Dann bei mir ging ein Licht auf. Mhm. Ja. Dann kamen andere Leute, die sich mit dem Torus und sowas beschäftigt haben. Mhm, ne? Und die haben mich dann bestätigt einfach. Ja. Wie kann es sein, wir leben auf einer Erde, das ist ein Torus, die dreht sich dynamomäßig, die produziert Energie, Tesla hat das verstanden. Und wir sind nicht fähig, diese Energie zu nutzen. Ja, und wir gehen nach Wind, was sowieso ein Fake ist, diese Windanlagen, die funktionieren alles mit Diesel und sowas, das ist nur vorgaukeln, weil da generiert man... Was ist, die Windturbinen meinst du, ja? Ja, ja. Die drehen sich nicht durch den Wind, sondern... Nein, habe ich gehört, die drehen sich durch Motoren und das war damals nur um Kredite, weil wenn du 10.000 Euro leihst, generierst du 100.000, verstehst du? Und irgendwas, weil das System ist am Kollabieren und die versuchen irgendwie, indem sie Kredite oder was und sowas kreieren. Das ist alles da, ein Spiel. Da müssen wir nochmal genauer recherchieren, das spielt jetzt aber auch gar keine Rolle. Ich habe nur deswegen nachgefragt, es gibt immer Leute, die versuchen, Menschen wie dich halt zu diskreditieren und wenn dann so ein Thema kommt, ah, guck mal, der redet von Dieselgeneratoren in Windturbinen, dem kann man nicht trauen, deswegen müssen wir da nochmal genau nachschauen. Aber ich versuche dich gerade mal ein bisschen einzuschauen. Zu fangen und, genau, und das Thema ein bisschen abzurunden. Also es ist ja unglaublich, was für ein es ist viel, Einblick ja. du dir mir gibst. Guck mal hier, das sind zwei Ströme, wie Materie entsteht nach Wilhelm Reich. Einfach wie zwei Ströme sich überlagern und hier in der Mitte kommt dann Materieentstehung. Und das ist mir gelungen, weil ich einen Fotograf hatte in der Mongolei, wo Paul Jakubczyk dabei war. Mhm. So ein Bild am Himmel zu sehen einfach, nachdem wir unsere Operation gestartet haben. Siehst du im Hintergrund? Ja. Hier, ganz deutlich zu sehen. Und das hat damals Wilhelm Reich sozusagen beschrieben. Er konnte die Satellitenbilder nicht sehen einfach. Ja. Das ist die Torus-Mathematik. Hier zum Beispiel, das ist interessant, er erzählt... Wenn wir zur Natur gehen, können wir diese selbstorganisierenden Formen überall sehen. Nein. Ich kenne diesen Film. Ja. Ja. Ich habe mir eigentlich mehr erhofft, dass durch diesen Film ein größeres Bewusstsein kommt. Viele Menschen haben ihn gesehen, aber er kam halt leider nicht in den Massenmedien. Ja, das ist das Problem. Deshalb baue ich ihn hier ein mit Nassim Haramein und Bezug direkt zu meinen Anlagesphären, Harmonieanlage, dass die Leute dann verstehen einfach. Ich gehe auch auf ganz einfache Beispiele, damit die Leute merken, was das ein Torus um uns ist. Das ist ein Aura oder was ist das? Nehmen wir an jetzt, wir laufen auf der Straße und plötzlich, ich sehe dich nicht, es ist ein bisschen dunkel oder so und wir kommen zum Stoß. Wir merken in letzter Sekunde und dann ich lächle dich an, du lächelst mich an und das ist diese Feld um uns herum, das Menschliche, das vom Herzen und ach, macht nichts, ich war das. Aber wären wir jetzt in ein Auto, in eine Art Käfig,
Faraday-Käfig, ja? Guck mal, die Autofahrer, die beschimpfen sich, das Erste und so, weil dieses Feld nicht reicht. Ja, es gibt genug Beweise da zum Beispiel. Ja? Okay. Ja. Ich merke gerade, dass wir mit dir eine ganze Serie machen müssen. Das kann man gar nicht in ein einziges Gespräch packen. Ja. Ich habe eine letzte Frage an dich, und zwar, du hast auch mir gezeigt, dass du einen ziemlich großen Überblick hast über die Situation, wie sie sich uns gibt momentan, die Flüchtlingsproblematik, die Welt, wie sie ist momentan. Was ist denn so deine Einschätzung der nahen Zukunft? Wir sind jetzt Anfang 2016. Was glaubst du denn, was jetzt in der nahen Zukunft passieren wird, und was würdest du dir persönlich wünschen, am allermeisten auch in Bezug auf deine Technologie? Ich sage immer, wenn du keine Angst hast, ist alles möglich. Du hast keine Angst, wenn deine Seele agiert. Seele auf Französisch heißt Lam. Die Seele, Lam. Und agieren heißt agir. Und diesen Zustand ist ein Zustand, das eine Magie hat. Lam agit. Das ist Magie. Aber wenn du Angst hast, das Gegenteil von Liebe ist Angst, hat Wilhelm Reich gesagt. Wenn du liebst, du willst die ganze Welt. Jesus hat gesagt, lieb deinen Nächsten. Wenn du Angst hast, du schrumpfst. Die versuchen uns durch Angst zu schrumpfen, durch Terrorismus, durch Fernsehen, durch viele Eindrücke, durch Lügen, durch was weiß ich, durch Chemtrails, durch chemisch, mit auch Mikrowellen und. Aber wenn wir wissen, es gibt eine Technik, die Sphärenharmonie zum Beispiel, oder die Herzharmonie, die sich da verbindet, wir haben keine Angst, dann erreichen wir diese kritische 10%. Wo dann das umschwingt, einfach, ja. Und ich sehe da nicht jetzt, ich dramatisiere das nicht so, wie vorhin erwähnt, auch im Philadelphia-Experiment. Diese Leute sind ohne Führung. Ich weiß um diese Problematik. Das heißt, wir haben wirklich eine Riesenchance, vorwärts zu kommen, aber wir müssen wach. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig zu diffamieren, oder kaputt zu machen oder, was weiß ich, gegenseitig zu bekämpfen. Weil da sind andere Kräfte, die agieren zum Beispiel, ja? Wow, ich bin echt, mir fehlen die Worte jetzt. Merci beaucoup, mon ami, c'est un plaisir. Ich muss das erstmal verarbeiten und das Gespräch noch zweimal anschauen. Ja. Also ich hoffe, wir haben eine weitere Gelegenheit, dass wir einmal das Gespräch fortsetzen können. Ja. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg, dass du noch viele von diesen Anlagen aufstellen kannst und auch die Menschen in die richtige Richtung schiebst. Ja. Bon voyage, à bientôt. Merci. À la prochaine fois. Liebe Zuschauer, mir fällt es gerade schwer, hier ein abschließendes Wort zu finden. Ich muss erst wieder landen in der Realität. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht gleich nochmal zurückspulen, nochmal zurückklicken und nochmal neu anschauen. Dann kommt das alles nochmal besser rüber. Ich sage danke fürs Zuschauen. Viel Spaß bei allen anderen Sendungen auch. Bis zum nächsten Mal bei Steinzeit.
die Statue muss im Original etwa 13 Meter groß gewesen sein. Ein faszinierend schönes Gesicht. Eins, was Ruhe und Weisheit ausdrückt. Wir sehen auch, dass sehr filigran gearbeitet worden ist, diese Nemes-Kopfhaube. So, und was nicht passt in das Ganze mit diesem schönen Hochrelief, ist diese Kartusche auf dem Arm. Ramses II. Und man sieht, dass das zweierlei Gesichter sind. Ja? Trotz dessen, dass der hier also mumifiziert ist. Das sind zweierlei Gesichtsformen. Und das finden wir in Ägypten zigmal, weil viele Statuen alle seine Hieroglyphe haben. Wir sehen, er hat in dem Bauch hier bei dem Gürtel oben seine Hieroglyphen reinschlagen lassen. Und wenn man das genauer untersucht, stellt man fest, dass bereits hier etwas angeschliffen worden ist, hier angeschliffen worden ist, um diese Wellen, die sogenannten Urgewässer, wegzubekommen, damit die nicht in die Hieroglyphe hineinreichen. Dann ist die Hieroglyphe sehr liederlich gemacht worden. Sie schneidet den Teil, ja, unten auch relativ schief und schlechte Qualität, muss ich mal schlichtweg sagen. Und solche Manipulationen finden wir an sehr, sehr, sehr vielen Stellen in Ägypten. Das heißt aber mit anderen Worten, das war nicht Ramses II. Dann bleibt offen, wer war das? Wer hat so eine Statue gemacht mit so einer Qualität? Kommt man wieder an Punkte weit, weit, weit zurückliegend, denn die ägyptische Geschichte ist viel, viel, viel älter, als man uns weiß machen will. Israeli Navy, this is Abura. We are without engine and we are trying to sail in the Eastern Mediterranean. Across the seven seas, my skin feels the ocean breeze. I'm guided by a dream, a dream made of history. Watching the stars above, show me the way when ich hätte mir auch niemals vorstellen können, dass ich jemals mein eigenes Schiffboot baue. Made of this, where the dreams are made of. Always now and then. At first there is a vision of a man. Es geht letzten Endes darum zu beweisen, dass das Global Village in Ansätzen eigentlich schon viel älter ist, als wir heute glauben. Dass Menschen mit hochseetüchtigen Schiffen ja, Handel zwischen dem Mittelmeer anreihen und möglicherweise auch zwischen den Kontinenten betrieben haben.